Ich bin Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, habe an der Universität im öffentlichen Gesundheitswesen in Wien die Schimmeldiagnostik mit aufgebaut und dann auch geleitet. Wenn man ein vollständiges Bild einer Wohnung, eines Wohnraumes haben möchte, so kann man mehrere Messungen machen. Das eine ist, dass man die Raumklimafaktoren einmal feststellt, wie ist die Luftfeuchte, wie ist die Temperatur. Das andere sind eben biologische Verunreinigungen vom Schimmel bis Pollen bis hin auch zu Bakterien, die oft auch mit dem Schimmelpilz zusammenwachsen. Das heißt, auch das kann man dann natürlich beurteilen. Und zuletzt kann man auch natürlich die chemischen Schadstoffe messen. Die Erkrankungen oder Beeinträchtigungen lassen sich in drei Kategorien teilen. Erstens, es sind Reizerscheinungen der oberen Atemwege. Die Schleimhäute werden hier beeinträchtigt, aber auch der Augen. Das ist das. Das zweite ist die Entwicklung einer Allergie, sprich dann mit Nasenrinnern, Augenlaufen und möglicherweise asthmatischen Beschwerden. Und das dritte ist eine Infektion, die man durch eine hohe Belastung bekommen kann, wenn man immungeschwächt ist. Es ist natürlich die Aufenthaltszeit ausschlaggebend. Das heißt, je länger ich in einer solchen Luft bin, wo eben Schimmel in der Luft sein kann, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendetwas mit meinem Organismus macht. In einem Bad gehe ich davon aus, dass man sich halt wirklich nicht stundenlang aufhält, währenddessen man aber im Bett mindestens 8 Stunden liegt. Und dort müssen die Umgebungsfaktoren immer sehr optimal eingestellt sein. Und Schimmel gehört sicherlich nicht dazu, zu den optimalen Einflüssen im Schlafbereich. In dem Moment, wo sichtbarer Schimmel da ist, muss der entfernt werden. Das ist medizinisch ganz klar. Es ist nämlich prinzipiell, wenn Schimmel hier an der Wand ist, ein Gesundheitsrisiko vorhanden. Aber nicht nur, wenn der Schimmel da ist, also auch schon bei feuchten Wänden. Diese Hinweise und diese Belege, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Das ist schon lange bekannt und dementsprechend ist beispielsweise bei einer massiven Verschimmelung und massiv durchfeuchteten Wänden, kann man sagen, dass diese Situation aus medizinischer, aus ärztlicher Sicht inakzeptabel ist. Da muss etwas passieren, um diesen Schimmel, auch um diese feuchten Wände wegzubekommen.